Herzlich willkommen in Seefeld, der perfekte Ort, um Langlauf zu lernen. Ich habe neben mir den Profi Thomas und du bringst mir heute das Skating bei. Genau, Christine. Herzlich willkommen bei uns. Hoffe, du bist gut erholt zu uns gekommen. Gut erholt. Kopf frei. Top motiviert. Sehr gut. Dann würde ich sagen, hauen wir uns auf die Loipe und genießen die perfekten Bedingungen bei uns. Und Klamotten passen schon so? Super, Christine. Also Funktionsbekleidung, was einfach den Schweiß nach außen transportiert. Ideal zum Langlaufen in der frischen Luft. Super. Gut, Christine, Ski haben wir an. Yep. Nun würde ich sagen, steigen wir mit einem Bein in die klassische Spur hinein. Das zweite Bein geben wir in einer V-Position, die Fersen geschlossen zueinander. Rechter Ski auf die Innenkante und nun mit der Ferse Richtung Skispitze nach vorne und wir können uns abstoßen. Sehr gut. Gewicht verlagern, von rechts nach links, Ferse vorschieben. Ja. Jawohl. Öffne ein bisschen die Skispitzen, jawohl, größeren Winkel, dann brauchen wir weniger Kraft. Jetzt sind wir ja außerhalb der Spur. Genau, Christine, die Spur brauchen wir zum Skaten eigentlich gar nicht. Wir brauchen nur eine flach präparierte Loipe. Mhm. Die Spuren sind super für die Übungen, aber heraus jetzt stellen wir uns in ein großes V auf. Skienden zusammen, überkreuzen sich nicht. Ski auf den Innenkanten und können einfach mal am Anfang durch Gewicht verlagern loslaufen. Und dann stoßen wir uns wieder über die Ferse nach vorne ab. Ferse, Ferse, rechts, links, rechts, auf und ab. Christine, ein bisschen in die Knie gehen und auf der Ferse bleiben. Ganz wichtig, nicht auf die Zehenspitzen. Oberkörper ruhig lassen und Ferse, Ferse, zack. Anstrengender als es aussieht. So, alles super funktioniert bis jetzt. Fehlt uns nur noch der richtige Stockeinsatz. Da geht es jetzt hauptsächlich um den Rhythmus, Christine. Und zwar müssen wir beide Stöcke und den rechten Ski gleichzeitig in den Schnee bringen. Rechts, rechts, rechts. Da können wir kleine Schritte loslegen. Rechts. Rechts und abstoßen. Und warum mit rechts? Weil du Rechtshänderin bist, Christine. Ich werde immer besser. Übung macht den Meister. So, Christine, schaut wirklich schon sehr gut aus. Super Rhythmus, super Stockeinsatz. Ich glaube, den Rest schaffst du ganz alleine. Ich wünsche dir noch richtig viel Spaß und alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Ich traue mich jetzt auch alleine auf die Loipe. Das macht echt mega viel Spaß. Und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, findet ihr alle Infos im Link unter dem Video.